Wir fangen an mit einer Rede von Jacques Cheminade. Jacques ist der Präsident von Solidarité et Progrès in Frankreich und er spricht über das Aufkommen des globalen Südens gegen geopolitische Blöcke. Jacques, bitte auf die Bühne. Bitte auch nehmen Sie Platz. Merci beaucoup à tous d'être ici pour, comme il a été dit ce matin, aller plus loin ensemble. Wir sind hier in Straßburg versammelt angesichts der Gefahr eines Weltenbrandes, der Gefahr, dass die Menschheit sich eines Tages in einer monströsen Zerstörung selbst vernichten wird. Heute erleben wir die ersten Anzeichen eines solchen Brandes in Europa und insbesondere in meinem Heimatland Frankreich. Gerade in solch tragischen Momenten ist es wichtig, die Hoffnung wiederherzustellen. Deswegen möchte ich Ihnen so vielleicht die vier Flachreliefs an Sockel der Gutenberg-Statue zeigen, die nur wenige Gehminuten von hier entfernt steht. Dieses 1844 geschaffen. L'hommage de commémorant Gutenberg à quelques minutes à pied d'ici. Il s'agit d'une œuvre exécutée en 1844 par David Danger et qui porte tout l'élan de l'émancipation sociale de tous les peuples du monde. Je vais vous montrer le premier. Ça, c'est quatre bas-reliefs qui se trouvent au pied de la statue de Gutenberg. Alors, vous trouverez ce qui participe à l'élan d'émancipation de tous les pays et tous les peuples du monde. Ici, c'est l'Europe. Et vous y trouverez donc ici. Da ist Friedrich Schiller, Patrioten und Bürger der Welt. Hegel, Schiller, Goethe, Kopernikus. All die Leute haben an der Emanzipation Europas teilgehabt. Dann kommt Asien. Das ist die Befreiung der Sklaven aus Afrika, die mit Abbé Grégoire, der die Sklaverei in Frankreich abschaffte. Dort ist Amerika, Washington Lafayette. Es ist sehr interessant. Das ist Schiller, Franklin, Konfuzius, Ramon Roy, Erasmus von Rotterdam, Mahmoud II. Und der Abt Grégoire. Von Ramon Roy war die aus dem indischen Bengalen stammende Familie Tagore der politische und geistige Erbe. Und im 20. Jahrhundert ist Tagore der vollendetste Ausdruck dieses Erbes. Xi Jinping zitierte in seiner Rede auf dem 23. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit am 4. Juli den großen indischen Dichter Rabindranath Tagore. Zitat: Der Ozean der Gefahr, des Zweifels und der Verleugnung, der die kleine Insel der Gewissheit des Menschen umgibt, fordert ihn heraus, das Unbekannte zu wagen. Wir müssen dem Ruf unserer Zeit zum Handeln folgen. Zitat Ende. Inmitten des Sturms, hier und jetzt, ist es dies der Aufruf, den wir von den Ländern des globalen Südens und Ostens hören.
an dem 23. SOZ-Gipfel nahmen Modi, Xi Jinping und Putin, Vertreter ostasiatischer Länder, Pakistan und das neue SOZ-Mitglied Iran per Videokonferenz teil. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Sicherheit, die Achtung der nationalen Souveränität und der Wunsch, den Handel schrittweise in nationalen Währungen statt in Dollar abzuwickeln. Insgesamt waren Vertreter von über 40% der Weltbevölkerung anwesend. Nimmt man die Mitglieder der BRICS Plus hinzu, so handelt es sich um mehr als 66% der Weltbevölkerung und gemessen am Sozialprodukt in Kaufkraftparität praktisch um den gleichen Prozentsatz in Bezug auf die Produktion von Sachgütern. Offensichtlich sind die westlichen Länder proportional in der Minderheit. Dieses Umkippen der Welt ist kein partielles oder vorübergehendes Phänomen, sondern eine globale Entwicklung. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Der Kampf zwischen der malthusianischen herrschsüchtigen Finanzoligarchie, die unsere westlichen Länder besetzt hat, und denjenigen, die glauben, dass die menschliche Gattung ein Recht auf Entwicklung hat. Das von Lazare Carnot proklamierte Recht, alle Individuen der menschlichen Gattung zur Würde des Menschen zu erheben. Die Länder des globalen Südens haben klar erkannt, dass das Dumping von Falschgeld durch diese Zentralbanken der G7-Staaten zur Anhäufung von fiktivem Kapital in Form von Schulden und Finanztiteln geführt hat, was ihnen zum Nachteil gereicht. Zum Nachteil ihrer Völker und Produzenten. Sie haben verstanden, dass dieser Neoliberalismus, der mit militärischen Mitteln und physischen Drohungen organisiert und geschützt wird, sie in die Falle der ständigen Verschuldung lockt. Sie haben begriffen, dass der Liberalismus des Washingtoner Konsenses, der ihnen die Freiheit der Finanzfüchse in ihren verkleinerten Ställen auferlegt, nicht mehr gilt, sobald es notwendig ist, öffentliche Gelder abzuzweigen, um die Besitztümer der Finanzoligarchie zu retten oder willkürlich die Vermögenswerte derjenigen einzufrieren, die sich ihr widersetzen. Und die Zentralbanken machen die Arbeit dafür. Sie haben begriffen, dass der ihnen zugefügte Schaden den Ländern des globalen Südens, der Abbau ihrer sozialen Dienste und öffentlichen Sektoren nicht aus Versehen oder Unachtsamkeit erfolgte, sondern mit dem bewussten Ziel, sie auszubeuten. Sie haben verstanden, dass sie Opfer einer manipulierten Wirtschaft sind, in der der Dollar militarisiert und als Kriegswaffe auf sie gerichtet ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie besorgt sind, wenn Wladimir Putin auf dem St. Petersburger Forum, das gerade vom 14. bis 17. Juni stattfand, gesagt hat, Zitat, heute werden rund 90% des Handels innerhalb der Mitgliedsländer der Eurasischen Wirtschaftsunion in Rubel abgewickelt und 86% des Handels mit China wird in Rubel und Yuan abgewickelt. Das bedeutet, dass das schädliche neokoloniale internationale System nicht mehr existiert. Zitat Ende. Wladimir Putin am 14. bis 17. Juni. Es sollte nicht überraschen, dass Ihnen das russisch-chinesische Bündnis, das am 4. Februar 2022 eingeweiht wurde, als positive Option und als Chance erscheint, der transatlantischen Zwangsjacke zu entkommen. Und wenn Xi Jinping von der gemeinsamen Zukunft der Menschheit spricht, sehen Sie, dass China ohne ihn mehr oder weniger heuchlerische Moralpredigten zu halten, Brücken, Eisenbahnen, Dämme oder Häfen baut und sehen so, dass den Worten Taten folgen.
Selbst wenn das Erreichte unvollkommen ist, ist es für sie besser, etwas zu haben, als das westliche fast nichts. In diesem Sinne wandten sich der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der brasilianische Präsident Lula und der chinesische Premier Li Qiang auf dem Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt, der am 22. Juni 2023 in Paris stattfand, jeweils an Emmanuel Macron und kritisierten die bestehende Finanzinstitution und die Überreste der Bretton Woods-Ordnung. Lula zerriss seine vorbereitete Rede, verurteilte die Ungleichheiten in der Führung der internationalen Finanzinstitutionen und forderte eine neue Ordnung, die, Zitat, den Bestrebungen der Welt entspricht, Zitat Ende. Diese Länder des globalen Südens, so wird uns gesagt, sind nicht vereint und haben kein gemeinsames Projekt. Kein Zweifel, aber sie haben eine gemeinsame Ablehnung. Sie haben verstanden, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs der Entwicklung Chinas misstrauisch gegenüberstehen, weil sie in geopolitischen Kategorien von Freund und Feind denken und diejenigen fürchten, die ihre Privilegien in Frage stellen. Bei der wachsenden Zahl internationaler Treffen, über die die westlichen Medien so wenig berichten, werden Verbindungen außerhalb des Dollarsystems organisiert, das nicht einmal mehr eine amerikanische Währung ist, sondern das einer Finanzoligarchie, die über eine Marktwirtschaft ohne Markt herrscht. Das ist eine finanzielle Diktatur natürlich. Das Schiller-Institut begrüßt diese Entwicklung als einen grundlegenden Schritt auf dem Weg zum Frieden durch gemeinsame Entwicklung. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, weil die westlichen Medien darüber nicht berichten, erklärte der russische Wirtschaftswissenschaftler Sergei Glasiev, Integrationsminister der Eurasischen Wirtschaftsunion, der jetzt die Umsetzung der Entdollarisierung organisiert, am 8. September 2022. Zitat, es sind die Prinzipien der physischen Ökonomie, die von Lin Laoche verfochten wurden, die heute das chinesische Wirtschaftswunder untermauern und die Grundlage der indischen Wirtschaftsentwicklungspolitik sind. Zitat Ende. Für diejenigen, die es nicht wissen, Herr Gazap Laoche, Präsidentin und Gründerin des Internationalen Schiller-Instituts, ist Lin Laoches Frau. Das bedeutet, dass der lange Kampf, den wir geführt haben und weiterhin führen, im Namen von Larouches Konzept einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik geführt wird. Die Erhöhung des Potenzials für eine relative wirtschaftliche Dichte, eine begrüßenswerte Politik, die im Prinzip antimalthusianisch ist. Larouches Konzept, das auf der menschlichen Fähigkeit beruht, neue physikalische Prinzipien zu erkennen, die die Form von Technologien angewandt werden, die mit weniger physischen Aufwand mehr produzieren, geht über die kurzfristigen Erscheinungen jener Sinnesorgane, denen die Fähigkeit zu denken fehlt, und die sich von äußeren Dingen besessen machen lassen, hinaus, die Mencius, der geistige Erbe des Konfuzius, beschwört. Er fügte hinzu, solange wir beginnen, das Große zu bauen, wird die Kleinheit in uns nicht vorherrschen. Zitat Ende. Dies setzt natürlich die langfristige Vision voraus, die uns heute in unserer Welt des Geldes, der Währung und des unmittelbaren Scheins fehlt. Hören wir auf Tagore in seiner Religion des Menschen vor oder vielleicht nach seinem Dialog mit Einstein. Zitat, von allen Geschöpfen lebt nur der Mensch in einer grenzenlosen Zukunft. Unsere Gegenwart ist nur ein Teil von ihr. Ideen, die noch nicht geboren sind, Gedanken, die noch nicht geformt sind, regen
unsere Vorstellungskraft mit einer Beharrlichkeit an, die sie für unsere Intelligenz noch realer macht als die Dinge um uns herum. Zitat Ende. Wir müssen mit den Augen der Zukunft denken. Vor diesem Hintergrund haben 7 afrikanische Länder ihre Delegation vom Vermittlern im Ukraine-Konflikt zusammengestellt. Wir sind nicht als Bettsteller hier. Wir werden nicht von den einen oder anderen Kriegsteilnehmern um einen Gefallen bitten, erklärte Cyril Ramaphosa. Wir wollen wichtige Akteure auf der Weltbühne sein. Zitat Ende. Der Süden mischt sich also direkt und unabhängig in die Angelegenheiten des Nordens ein, außerhalb der NATO. Unter der Schirmherrschaft Chinas erneuern Saudi-Arabien und Iran ihre diplomatischen Beziehungen. Am 26. und 27. Juli findet in St. Petersburg ein afrikanisch-russisches Gipfeltreffen statt. Indien verwendet chinesische Yuan und sogar VAE-Dirhams, um Öl von Russland zu kaufen. Und selbst Total schließt, die französische Ölfirma, schließt einen Vertrag zwischen den Emiraten und China ebenfalls in Yuan ab. Emmanuel Macron, das heißt, der Yuan wird immer mehr zur Währung des internationalen Austauschs, wie es auch bei der BRICS-Bank funktioniert. Emmanuel Macron bemüht sich um eine Einladung zum 50. BRICS-Gipfel, der vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfindet. Aber das Mitgliedsland Russland ist der Meinung, dass er dort als Anhänger der NATO-Linie nicht zu suchen hat. Vielleicht kann Macron dorthin fahren, um sich belehren zu lassen, um zu erfahren, was wirklich in der Welt vor sich geht und nicht in seinem Präsidentenpalast oder seiner Bankfiliale zu erfahren. Die Welt verändert sich und wird multilateral. Die führenden Politiker des Westens werden sich dieser Tatsache langsam bewusst. Von ihnen ist kein Schritt in Richtung Frieden in der Welt zu erwarten, denn seine Grundlagen zu akzeptieren, hieße der Vorherrschaft der Oligarchie, die sie beherrscht, ein Ende zu setzen. Es ist also der Aufstieg des globalen Südens, der eine Chance für den Frieden außerhalb der Logik der Blöcke bietet. Wir haben gesehen, wie sich dies entwickelt und wie notwendig es für uns Europäer ist, diesen Aufstieg zu verfolgen und seine Ursachen zu verstehen. Aber das ist natürlich nicht genug. Wir müssen unsere eigene nationale Souveränität und Unabhängigkeit wiederentdecken. Dies ist der erste der 10 Punkte, die die Präsidentin des Schiller-Instituts für unsere Überlegungen vorschlägt. Dies erfordert nicht nur einen Richtungswechsel in der Politik unserer Länder, sondern auch einen Wandel in uns selbst. Frankreich und sogar die europäischen Länder allein können die Richtung einer Welt nicht ändern, die sich unter Haufen von Falschgeld und immer zerstörerischen Waffen selbst zerstört. Wir müssen uns auf diesen planetarischen Süden, globalen Süden verlassen, um zu verhindern, dass wir weiterhin die Lieblinge eines tragischen Gesichts sind, in dem eine Kriegswirtschaft uns überhaupt zum Krieg führt. Ein Krieg, der die nukleare Schwelle unserer Zerstörung überschreiten wird, wenn wir die Wurzeln, die zu ihm führen, nicht ausrotten. Das bedeutet, dass wir gemeinsam die neue Architektur des Friedens durch gegenseitige Sicherheit und Entwicklung definieren müssen, die Länder des globalen Südens zu Recht fordern. Dies ist eine Kraft, ohne die wir angesichts der ineinandergreifenden Produktions- und Wertschöpfungsketten der heutigen westlichen Länder nicht in der Lage sein werden, die Richtung zu ändern. Es ist diese Stimme, die mein Land zusammen mit China, der SCO und den BRICS in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tragen sollten. Wir haben einen Sitz dort. Wir haben weniger Ausreden als andere. Wir sind das einzige Land in Westeuropa, das keine amerikanischen Stützpunkte hat, noch einige Zeit über eine unabhängige Nuklear-, Militär- und Zivilindustrie verfügen wird. Um einen
künftigen Krieg zwischen den Blöcken zu vermeiden, auch wenn wir die gegenwärtige Bedrohung entgegen, müssen wir die wirtschaftliche, politische und kulturelle Ausrichtung aller Länder der atlantischen Welt ändern, indem wir unseren Völkern begreiflich machen, dass sie in unseren Staaten den gleichen Schaden erleiden, wie die Länder des globalen Südens, aus dem sie sich zu befreien versuchen. Bürger der Welt, vereinigt euch! Dies setzt jedoch voraus, dass wir uns bemühen, unsere Neugier und unsere Vorstellungskraft anzuregen, um das Unbekannte zu erforschen. Ohne die Faszination von Gewalt oder Unterwerfung, die Fähigkeit eines jeden Bürgers, dem kollektiven Interesse Vorrang vor dem persönlichen Interesse einzuräumen, damit die Fortschritte im Weltwissen, die Ausdruck unserer Souveränität sind, zu einer höheren Ebene führen können, auf der die Verbindung von Gegensätzen zur Harmonie von Dissonanzen wird. Das ist es, was ich dachte, verwirrt zwischen der französischen und der argentinischen Kultur, auf der Suche nach der Kruxkreuz des Südens, Konstellation meiner Kindheit, um ein Jenseits zu finden, das beide umfasst, ohne eines von beiden zu verraten. Lasst uns das Unbekannte wagen, damit die Schönheit der Welt nicht zerstört wird. Vielen Dank. Thank you so much, Jacques, for this. And I also want at this point to really say a big congratulations and thanks for the efforts of you and your workers here in France. Vielen Dank, Jacques. Ich möchte an dieser Stelle einen großen Glückwunsch aussprechen für die Bemühungen von dir und deinen Mitarbeitern hier in Frankreich, diese historische Konferenz möglich zu machen. Bitte einen herzlichen Applaus dafür. Wir werden den internationalen Dialog der Weltbürger weiter fortführen mit einer Rede von Julio Miguel de Vidal, der ehemalige Minister für Bundesplanung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen von 2003 bis 2015 in Argentinien, und zwar während der Regierungen von sowohl Néstor Kirchner als auch Cristina Kirchner. Das Thema der Rede, die wir über ein Video anschauen werden, ist Planung für Integration, Zusammenbruch und Wachstum mit den BRICS, Fehltritte und Risiken. Ich bitte um die Abspielung des Videos. Ich möchte meinen Vortrag mit dem Titel Planung für Integration, Zusammenarbeit und Wachstum mit den BRICS damit beginnen, dass, indem ich zunächst dem Schiller-Institut, Helga Zeppler-Rusch und Dennis Small für die Ehre danke, zu dieser Konferenz eingeladen worden zu sein. Ich habe mir einige Gedanken gemacht über das Arbeitspapier von Dennis Small und Mary Jane Freeman mit dem Titel Einige LaRouche-Grundlagen für den Übergang zu einem neuen internationalen Finanzsystems. Und hier einige meiner Überlegungen. Das Verschwinden des globalen Finanzsystems, wie wir es heute kennen, hängt vom Erfolg der BRICS ab, die als Möglichkeit gedacht sind, eine Plattform für die interkontinentale Integration von Volkswirtschaften zu schaffen, die paradoxerweise als Vorteil große natürliche Ressourcenreserven und eine entscheidende Rolle in der globalen Versorgungskette spielen, wie den Fragen von Energie, Nahrungsmittel, Wasser, Artenvielfalt. Und als Nachteil, dass sie sehr mächtige, reale oder potenzielle Volkswirtschaften zusammenbringen, die sehr, aber sehr ungleiche. Ein einfacher Blick auf die soziale Landwirtschaft vieler dieser Länder liefert den Beweis für diese Asymmetrien.
Daher bin ich der Ansicht, dass es neben der Agenda, ehrlich zu sein und zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland Stellung zu beziehen, und der Agenda der Vorherrschaft selbst, die die Abhängigkeit vom Weltfinanzsystem dank Organisationen wie der NATO aufrechterhält, notwendig ist. Diese Plattform für die Integration, die die BRICS darstellen, mit Blick auf und unter Berücksichtigung der souveränen Ansichten dieser Länder aufzubauen und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, zu Handelsbeziehungen und Definitionen in außenpolitischen Fragen, die damit einhergehen, zu verbinden. Wir befinden uns heute in einem empfindlichen Gleichgewicht. Es gibt viele unter uns, die der Notwendigkeit einer neuen Art der Beteiligung an den Institutionen der Global Governance zustimmen, insbesondere unter den Ländern, die eine gemeinsame Geschichte des Kampfes gegen Imperialismus, Kolonialismus, Ausbeutung und Unterentwicklung teilen. Aber es gibt viele Fehltritte und Risiken, wenn die Außenpolitik und die Eingliederungsstrategien in ihrer Charakterisierung nicht klar und unberechenbar sind. Darüber hinaus müssen die Vereinbarungen und Verpflichtungen zur Vertretung des sogenannten globalen Südens innerhalb der einzelnen Länder, derjenigen, wie heute die BRICS bilden, und derjenigen, die wie Argentinien diesen Block beitreten wollen, ausgewogen und fest sein. Dennis Moore schrieb: Die einzige Möglichkeit, wie das Rätsel Argentinien-Brasilien-BRICS versus IWF gelöst werden kann, ist, wenn Chinas Belt and Road-Initiative in der Region aktiv in Angriff genommen wird, um mit dem Spatenstich zu beginnen und den Bau des lang erwarteten biozeanischen Eisenbahnkorridors quer durch den Kontinent anzufangen. Insbesondere auf der Grundlage von milliardenschweren Nicht-Dollar-Kreditlinien. Ich möchte hier daran erinnern, dass Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay und Venezuela damals unter der Führung von Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Nicanor Duarte Frutos, Tabaré Vázquez und Hugo Chávez im Jahre 2007 die Gründungsurkunde der Bank des Südens unterzeichnet haben, deren Ziel es ist, die wirtschaftliche und soziale Integration der Mitgliedsländer der UNASUR, also der Union südamerikanischer Staaten, zu entwickeln, zu fördern und zu unterstützen. Die Gründung dieser Bank des Südens war Teil der gemeinsamen Verpflichtung, eine neue regionale Finanzarchitektur zu schaffen. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass nationale Ersparnisse in höher entwickelte Volkswirtschaften abfließen, anstatt in regionale Projekte investiert zu werden. In gewisser Weise war es für uns ein erster Schritt, um aus der damaligen Finanz- und Handelsglobalisierung auszusteigen und um Investitionen wiederzubeleben, Asymmetrien zu korrigieren und eine integrierende Infrastruktur zu entwickeln. Kurz gesagt, das Ziel war es, die ausländische Verwundbarkeit unserer Region zu mildern. Leider müssen wir heute feststellen, dass der regionale Block UNASUR gescheitert ist. Der nicht kooperative technisch-administrative Überbau in den ersten Jahren des Bestehens von UNASUR hat mit seinem Zögern die Tür für eine Neuordnung der Kräfte geöffnet, die sich bis 2011 aufgrund der politischen Veränderungen in der Region auf den Integrationsprozess und natürlich auf das Projekt der Bank auswirkte. Die Bemühungen und der politische Wille vieler von uns, die über Erfahrungen in der Regierungsverwaltung verfügen, die Hegemonie der USA zu brechen und sich voll und ganz auf den Multilateralismus und eine Veränderung der internationalen Ordnung einzulassen, müssen darauf abzielen. Und zwar erstens definieren, was wir unter dem globalen Süden verstehen. Ich halte es für notwendig, das Thema anzusprechen. Heute kennen wir das Potenzial der G7, deren Anteil in der Weltbevölkerung gering ist, 10%, und deren wirtschaftliche Größe 31% des weltweiten BIP beträgt. Wir kennen das Potenzial der BRICS, die einen hohen Bevölkerungsanteil, 40% der Weltbevölkerung, und eine wirtschaftliche Größe von 24% gemessen am Welt-BIP aufweisen. Die offene Frage ist, wie ihr geopolitisches Gewicht einzuschätzen ist, um gemeinsame Positionen in Bezug auf das Funktionieren der Weltpolitik und der Weltwirtschaft festzulegen, um ein Gegengewicht zu einer G7 zu schaffen, die heute die Industrieländer umfasst, und zu einer BRICS, die sich aus Ländern zusammensetzt, die sich aufgrund der Unterwerfung unter die Vorschriften der multilateralen Kreditinstitute in einer politischen und wirtschaftlichen Krise zu befinden scheinen. Zweitens, dringend die gemeinsamen Schwachstellen der Volkswirtschaften des globalen Südens angehen. Wir haben gesehen, dass die sogenannte Agenda 2030, die die Vereinten Nationen als Teil der Weltordnung auferlegt haben, in diesen Ländern als Fehlschlag gewertet wird. Ich spreche von Armut, Ungleichheit und Klimawandel. Wie in der Agenda dargestellt wird, wurde die nachhaltige Entwicklung übertrieben. Infolgedessen, und um ein Beispiel zu nennen,
der Extraktivismus als grundlegendes Instrument für die Konzentration von Reichtum, der die Entwicklung einschränkt und auch für den Export natürlicher Ressourcen, der in meinem Land ein Weg ist, Dollar zu erhalten und die Schulden beim IWF zu bezahlen, sind eindeutig sehr gefährliche Handlungsweisen unter Missachtung der nachhaltigen Entwicklung, und zwar ökologisch und sozial. Diese Anerkennung der Realität innerhalb der Länder sollte die Plattform sein, von der aus die BRICS auf den globalen wirtschaftlichen Aufschwung hinarbeiten, den wir von dort aus anführen wollen, um diese aufstrebenden Volkswirtschaften auf den Weg der Entwicklung und der Selbstversorgung zu bringen, was uns zusammen mit der Art von Vorschlägen, die in dieser Form analysiert werden, die Definition einer neuen Weltordnung ermöglichen wird. Ein solcher Vorschlag, um Small und Freeman zu zitieren, wenn sie die Notwendigkeit einer neuen Währung aufzeigen, produktive Kredite müssen in dieser neuen Währung ausgegeben werden, um große Entwicklungsprojekte in und zwischen den teilnehmenden Nationen zu finanzieren, wobei der Schwerpunkt auf Wissenschaft und fortgeschrittenen Technologien liegen muss, um die physischen Volkswirtschaften schnell anzukurbeln und damit die einzig mögliche solide Grundlage für den Wert und die Stabilität der neuen Währung zu schaffen. Vor diesem Hintergrund müssen wir eine neue internationale Ordnung ins Leben rufen, die wirklich inklusiv, gerecht, fair und nachhaltig ist. Dies ermöglicht, Reformen in den Bereichen Energie, Verkehr und Infrastruktur zu vereinbaren und zu planen. Die größtmöglichen Investitionen der BRICS in die Volkswirtschaften ihrer Partnerländer zu tätigen, um das Wachstum der lokalen Industrie in jedem von ihnen zu ermöglichen, sowie eine echte Verbesserung der Indikatoren der Leitlinien der Agenda 2030 und eine kontinuierliche Verbesserung des Außenhandels und des Marktzugangs. Kurzfristig muss die BRICS-Plattform den Mitgliedsländern dabei helfen, ihre Schulden bei den multilateralen Kreditinstitutionen zu begleichen, indem sie das Wachstum jedes einzelnen Landes, die Schaffung echter Arbeitsplätze und die Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Einwohner unterstützt. Und langfristig müssen neue Finanzierungsmechanismen außerhalb dieser Institutionen und der Mandate der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten geschaffen werden. Meines Erachtens ist dies der Weg, um die neue Weltwirtschaftsagenda auf den Weg zu bringen, sodass das Weltfinanzsystem, wie wir es heute kennen, verschwindet und die BRICS ein Gegengewicht in der globalen Geopolitik unter den Bedingungen des Respekts des Westens für den sogenannten globalen Süden schaffen können. Ich danke Ihnen. So now we go to Turkey, that is, we will have a video by the chairman of the Vatan Party in Turkey. And the topic of this speech is the decisive importance of the alliance between Turkey, Russia, Iran and China. Jetzt kommen wir zur Türkei. Wir haben ein Videobotschaft von Dr. Dojo Perinçek, dem Vorsitzenden der Vatan-Partei. Die entscheidende Bedeutung der Allianz zwischen der Türkei, Russland, dem Iran, China an der Schwelle zum eurasischen Zeitalter. Verehrte Präsidentin, liebe Freunde und Genossen, die Sie aus allen 7 Kontinenten zu unserer Konferenz gekommen sind, ich grüße Sie im Geiste der großen Sehnsucht der Menschheit. Die Tatsache, dass wir uns heute im Schiller-Institut treffen, ist bedeutsam. Der große Dichter des Humanismus, Friedrich Schiller, schrieb 1801 sein berühmtes Stück Turandot. Turandot war eine stolze asiatische Prinzessin. Heute, nach 22 Jahren, sind wir hier versammelt als Erben dieses unbeugsamen Hauptes der Turandot. Wir sind am Ende des atlantischen Zeitalters angelangt. Eine neue Zivilisation entsteht in Asien. Die Staaten Westasiens sind die Frontlinie der Menschheit. Russlands Krieg gegen die Ukraine, gegen den US-Imperialismus ist der Kampf von uns allen. An dieser Front schließen wir uns dem russischen Heldentum an. Wir schließen uns dem Widerstand der Alexander Nevskis, Kutuzovs, Stalins und Putins an.
Gerade jetzt im östlichen Mittelmeer sind die US-Kanonen von den Militärbasen an der griechischen Küste auf die Türkei gerichtet. Daher bedrohen die USA auch die Zukunft des griechischen Volkes. Die Türkei hält hier die Wache für die Menschheit. Syrien, der Irak, die Türkei und der Iran kämpfen gemeinsam mit Waffen gegen das US-Projekt eines zweiten Israels mit der Bezeichnung Kurdistan. Die sich abzeichnende Einigkeit zwischen Iran, Saudi-Arabien, den Golfstaaten und Jemen ist von historischer Bedeutung. Insbesondere der Beginn des Prozesses des Beitritts des Iran zur Organisation türkischer Staaten ist von außerordentlichem Wert für die Einigung Asiens. China gibt der gesamten Menschheit mit seinem Beharren auf dem Aufbau des Sozialismus und seinem Bewusstsein in der Straße von Taiwan Mut und Hoffnung. Liebe Freunde, heute ist der Norden Syriens der wichtigste Teil dieser Frontlinie. Hier haben wir Kräfte und eine strategische Position, die der des US-Imperialismus überlegen ist. Aufgrund der gegebenen Umstände sind Russland, die Türkei, Syrien und der Iran nicht in der Lage, gemeinsame Operationen und Manöver an der Ukraine-Front durchzuführen. Aber im Norden Syriens sind alle vier dieser Staaten mit ihren Streitkräften präsent. Die Frontlinie, Schwarzes Meer, Mittelmeer, Arabisches Meer, kann über den Norden Syriens vereinigt werden. Und eine solche Praxis wird der Beginn des Prozesses sein, um die Vereinigten Staaten aus unserer Region und auch aus der Ukraine zu vertreiben. Gemeinsame Operationen in Syrien mit dem Ziel, die von den USA angeführten separatistischen und religiös-extremistischen Terrororganisationen auszuschalten, werden nicht nur die territoriale Integrität Syriens sichern, sie werden auch eine entscheidende Offensive für die Sicherheit Westasiens und des Friedens in der Welt darstellen. Diese gemeinsame Militäroperation wird erstens den türkischen Staat von seinen zögerlichen und widersprüchlichen Praktiken befreien und seine Positionierung in der gemeinsamen Front sicherstellen. Zweitens, sie wird die Vereinigten Staaten mit dem Problem konfrontieren, an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Drittens, stärkt die Position Russlands an der Ukraine-Front. Und viertens, Stärkung der Position Chinas in der Meerenge von Taiwan. Verehrte Freunde und Kameraden, 2017 haben die Türkei, der Irak, Syrien, der Iran und Russland gemeinsam gehandelt und den Versuch der USA und Israels vereitelt, im Norden des Irak ein sogenanntes Kurdistan zu errichten. Aserbaidschan, die Türkei und Russland haben im Karabachkrieg ein gemeinsames Vorgehen und eine gemeinsame Praxis an den Tag gelegt. Infolgedessen konnten die Vereinigten Staaten nicht einmal einen Fuß in den Kaukasus setzen. Diese Praktiken zeigen, dass die Einigkeit der westasiatischen Länder innerhalb der türkisch-russischen Achse ein Modell für Frieden und Sicherheit darstellt. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Modell auf alle Regionen der Konfrontation auszuweiten. In diesem Zusammenhang muss erstens eine gemeinsame Position gegen die Osterweiterung eingenommen werden. Die NATO muss gestoppt werden. Zweitens, es muss eine Einheitsfront gebildet werden mit dem Ziel, alle Militärbasen der USA und der NATO zu schließen. Drittens, die Krim ist Territorium der Russischen Föderation. Die Regionen Donetsk und Luhansk sowie Saporischschja und Cherson sind Teil der Russischen Föderation. Diese Tatsachen müssen offiziell und offen anerkannt werden. Viertens, die Unabhängigkeit der Republik Abchasien muss anerkannt werden. Fünftens, der Kampf Aserbaidschans zur Befreiung seiner besetzten Gebiete muss unterstützt werden. Sechstens, im östlichen Mittelmeerraum muss der Kampf der Staaten der Region zur Verteidigung ihrer blauen Heimat
gegen die Achse USA-Israel unterstützt werden. Leider handelt Griechenland in dieser Hinsicht unter der Führung des US-Israel-Lagers. Siebtens. Die türkische Republik Nordzypern muss anerkannt werden. Der Grund: Wenn die Vereinigten Staaten die Kontrolle über ganz Zypern erlangen, werden sie alle Routen vom Suezkanal bis zur Straße von Hormus beherrschen. Achtens. Alle Anstrengungen sollten mit Entschlossenheit unternommen werden, um die Besetzung arabischer Gebiete durch Israel zu beenden. Darüber hinaus müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Errichtung eines einheitlichen, unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt zu gewährleisten. Neuntens, die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen verschiedene Länder der Welt sollten weder anerkannt noch angewandt werden. Diese Sanktionen sollten in goldene Gelegenheiten umgewandelt werden, um die Zusammenarbeit zwischen regionalen Ländern weiterzuentwickeln. Zehntens, Institutionen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die BRICS, die Arabische Union, die Asiatische Union, die Arabische Liga und die Organisation der türkischen Staaten vereinen die Länder der Region gegen den Hegemonismus. Die Einheit, Solidarität und Integration zwischen diesen Organisationen muss weiter ausgebaut werden. Elftens, die Gürtel- und Straßeninitiative der Volksrepublik China für eine gemeinsame Entwicklung muss weiter vorangetrieben werden. Zwölftens, die Bemühungen um den internationalen Handel in nationalen Währungen und um die Einführung gemeinsamer regionaler Währungen müssen intensiviert werden. Dreizehntens, wir können einen Atomkrieg nicht verhindern, indem wir einen Atomkrieg fürchten. Es ist die Revolution, die einen Atomkrieg verhindern wird. Der gemeinsame Kampf der nach Unabhängigkeit stehenden Staaten gegen die US-Hegemonie wird einen Atomkrieg verhindern. Wenn die USA vor der Revolution einen Atomkrieg anzetteln, wird die Antwort der Menschheit auf einen Atomkrieg auf jeden Fall eine Revolution sein. Der zunehmende Trend heute ist jedoch der Kampf der Menschheit gegen die US-Hegemonie, angeführt von Staaten, die nach Unabhängigkeit streben. Der US-Imperialismus ist im Niedergang begriffen und hat nicht die Kraft, einen Atomkrieg anzuzetteln. Liebe Freunde und Kameraden, mögen die Worte unseres großen Dichters Yunus Emre den vor uns liegenden Weg erhellen. Wie hoch der Berg auch immer sein mag, der Weg führt über seinen Gipfel. Unsere gemeinsamen Hoffnungen und Sehnsüchte verleihen uns eine außergewöhnliche Kraft. Asiens Erbe der großen Reiche und Revolutionen hat uns gelehrt, in Stolz und Brüderlichkeit zu leben. Als Türken Nation versprechen wir, mit erhobenem Haupt an vorderster Front für den Aufbau der asiatischen Zivilisation zu kämpfen. Ich grüße respektvoll und von ganzem Herzen alle hier versammelten Kämpfer. Gemeinsam werden wir für die neue Zivilisation kämpfen, die nicht nur individualistisch und profitorientiert ist, sondern gemeinschaftlich, gemeinschaftsorientiert, staatlich, freiheitsliebend und friedlich ist und die Unabhängigkeit der Nationalstaaten stärkt. Vielen Dank. Lalonde. Bonjour. Je veux d'abord remercier l'Institut Schiller d'avoir organisé cette réunion. Danke an das Schiller-Institut für diese leidenschaftliche Versammlung. Du
Es ist erfrischend, das hier zu hören, das so anders ist als das, was die Medien sagen. Ich leite eine Denkfabrik namens Geopragma. Und wir stimmen sehr stark mit dem überein, wie das Schiller-Institut die internationalen Ereignisse beurteilt. Die andere Institution, die ich vertrete, hat ihre Politik leider verändert und unterstützt die Ukraine. Das Institut IPCE. Seit 7 Jahren steht das syrische Volk hinter seinem Präsidenten Bashar al-Assad angesichts von einem Angriffskrieg, der von den 3 westlichen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats orchestriert wird und von einer Koalition unterstützt wird, die sich Freunde Syriens nennt. Das waren 2001 120 Mitglieder. Im April 2012 waren nur noch 1 Dutzend übrig. Das war ein uneingestandenes, aber voll und ganz akzeptiertes Bündnis mit den Islamisten. 400.000 angeblich gemäßigte Dschihadisten träumten aus allen Ecken herbei, um als Stellvertreter des Westens an diesem heiligen Krieg teilzunehmen. All das natürlich im Namen der sogenannten Menschenrechte, im Gefolge des arabischen Frühlings, der im Wahn des Regimewechsels Demokratie bringen sollte. Die syrische Armee hat 4,5 Jahre lang tapfer durchgehalten, natürlich mit Hilfe ihrer regionalen Verbündeten und der von der syrischen Regierung geforderten Intervention Russlands, die die Lage umkehrte und im September 2015 den Beginn des Rückzugs dieser islamistischen bewaffneten Banden markierte. 2018 war dann der politische und militärische Sieg von Bashar al-Assad. Diese unglaubliche Niederlage des Westens gegen die syrische Armee hat dazu geführt, dass sich das syrische Volk hinter seinen Präsidenten gestellt hat. Ich komme gerade von einer Reise nach Damaskus und Umgebung, organisiert von der Vereinigung France Syria, bei der wir mit zivilen und religiösen Behörden, Diplomaten, dem Kulturminister, humanitären Helfern und Journalisten zusammentrafen. Alles, was wir gesehen und gehört haben, hat uns einerseits empört über das Leid des syrischen Volkes, andererseits voller Bewunderung für dieses stolze Volk. Das syrische Volk ist tatsächlich unglaublich widerstandsfähig und stolz darauf, Widerstand geleistet und gesiegt zu haben. Die Männer und Frauen, die wir treffen konnten, waren alle von höchster Qualität und Kompetenz und haben offen ihre Meinung gesagt. Wir waren beeindruckt von ihrer religiösen Toleranz. Denn das syrische Volk hat enorm gelitten, 500.000 Tote, 2 Millionen Verwundete und Krüppel, 6 Millionen Vertriebene, die auf die Straße geworfen wurden. Und nicht zu vergessen die Opfer des Erdbebens im vergangenen Januar. Damaskus wurde komplett wieder aufgebaut. Die Umayyaden-Moschee, die Kirchen, das Damaskus-Museum, alles wurde neu gestaltet und lässt uns den Terror vergessen, den die von den Islamisten gejagten Christen erlebten. Die armen Nonnen, die mehrere Monate lang von Daesh entführt worden waren und sich in Malola trafen, waren Zeugen davon. Die Stadt ist sauber. In den Straßen machen viele Generatoren den Stromausfall mit. Wenn man in einem Stadtzentrum ist, ist alles sauber aufgeräumt, wieder aufgebaut. In den Vorstädten sieht man beispielsweise eine Firma, die zerstört wurde, eine Fabrik von den Islamisten zerstört. Die Leute erzählen einem, dass die Arbeiter
ganz auf schreckliche Weise umgebracht wurden. Aber Syrien hat die Kontrolle über sein Schicksal zurückgewonnen. Italien und Griechenland haben ihre Botschaften wieder eröffnet und mit Deutschland und Spanien sind Gespräche im Gang. Es ist zu hoffen, dass Frankreich dem Beispiel folgen wird, denn der Weg nach Damaskus könnte für unsere künftigen Beziehungen zum Nahen Osten unverzichtbar werden. Die Wiederaufnahme des Landes in die Arabische Liga, trotz anfänglichen Widerwillens einiger Länder wie Katar, markiert den Beginn einer neuen Ära für Syrien, ob es dem Westen gefällt oder nicht. Die EU, ein schlechter Verlierer, zuckte zusammen und unsere französische Außenministerin Catherine Colonna wagte es, eine Erklärung abzugeben, in der sie die Entscheidung anprangerte. Aber niemand schenkte dem noch Beachtung. Das historische Abkommen zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien unter der Schirmherrschaft Pekings war ein weiterer Schock für den Westen. Seitdem haben sich die Ereignisse überschlagen. Ja, dran. Okay. Als wir dort waren, wurde auch in Damaskus gerade eine chinesische Delegation empfangen und sprach viel über den Wiederaufbau. Es wurden Gespräche zwischen Syrern und Amerikanern eröffnet in Oman. Also das zeigt die Angst davor, dass sie isoliert sind und von anderen im Nahen Osten ersetzt werden. Iran, Russland und die Arabische Liga drängen der Region nun ihre Agenda auf. Auch im benachbarten Libanon überschlagen sich die Ereignisse. Hisbollah, mit der man inzwischen rechnen muss, verhandelt mit Saudi-Arabien über die Unterstützung für die Wahl von Sleiman Franji, einem Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen, der sich für eine dringend benötigte Aussöhnung mit dem syrischen Regime einsetzt. Der französische Präsident war zunächst dafür, aber es scheint, dass er unter Druck geraten ist. Und die Entsenderung unseres Ex-Außenministers Jean-Yves Le Drian dürfte die Lage nicht gerade erleichtern. Aber ohne die Wahl eines neuen Präsidenten im Libanon abzuwarten, versuchen Damaskus und Beirut die Probleme zu lösen. Der Beweis dafür ist das Treffen zwischen dem für syrische Vertriebene zuständigen Minister und seinem libanesischen Amtskollegen, der für Flüchtlinge zuständig ist, in Damaskus. Sie einigten sich darauf zu versuchen, die durch syrische Flüchtlinge verursachte schwere Krise in Libanon zu überwinden. Es wurde vereinbart, eine erste Welle von 180.000 Flüchtlingen so schnell wie möglich zurückzuführen. Während die Länder der Arabischen Liga und China beim Wiederaufbau des Landes helfen werden, geht die EU vorsichtig vor, um sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe nicht über das syrische Regime läuft. Sie zieht es vor, ihren Deal mit der islamistischen Hayat Tahrir al-Sham in der Provinz Idlib fortzusetzen. Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Martin Griffith, der nebenbei bemerkt, auch Sonderbeauftragter für den Jemen war, der Jemen, der unter einer schlimmen humanitären Krise litt. Er kämpft bei der UNO dafür, dass diese Hilfe über die Türkei in den Nordwesten Syriens gelangt, ohne die Behörden in Damaskus zu passieren. Dabei leben die meisten Syrer in den Regionen, für die er zuständig ist und brauchen Hilfe. Das ist eine humanitäre Heuchelei. Die Sanktionen, die seit Beginn des Krieges gegen Syrien verhängt wurden und trotz des Erdbebens fortbestehen, wirken sich auf die Bevölkerung aus. China fordert eine Verstärkung der humanitären Hilfe und die Aufhebung der illegalen Sanktionen gegen Syrien. Wir hatten Gelegenheit, in Damaskus einen jungen Amerikaner zu treffen, der Leiter einer Nichtregierungsorganisation ist, deren Ziel es ist,
die Sanktionen umzuleiten und das Geld direkt an die syrischen Behörden weiterzuleiten. Das war ziemlich interessant. Wir haben Artikel darüber geschrieben. Einige Länder wie Italien und Griechenland halten sich nicht an die europäischen Anweisungen. Archäologen stehen bereit, um das unglaubliche Erbe des Landes wieder zum Leben zu erwecken. Palmyra wurde wieder aufgebaut. Eine Delegation australischer Bischöfe besucht derzeit Gotteshäuser und archäologische Stätten in Aleppo. Es ist zu befürchten, dass die europäischen Länder in ihrer Haltung zu Syrien gespalten sein werden, da gute Beziehungen zu Syrien das Tor zu den Beziehungen zum Nahen Osten und globalen Süden sind. Frankreich, von dem wir hoffen, dass es sich plötzlich seiner Fehler bewusst wird und der Zeit, die es verschwendet hat. Die syrischen Offiziellen, die wir trafen, waren sich einig. Sie wollen keine Rache für unsere Zurückweisung. Das syrische Volk will, dass die Tortur ein Ende hat. Es will sein Land wieder aufbauen. Einige europäische Länder sowie Länder der arabischen Welt eröffnen wieder ihre Vertretungen in Damaskus und richten Kooperationsbudgets ein, während Frankreich immer noch nur noch einen einzigen französischen Vertreter für Syrien hat. Wir dürfen uns nicht taub und blind stellen, wenn sich im regionalen Umfeld des Landes alles verändert hat. Die internationale Gemeinschaft hat sich in zwei Gruppen von Feinden gespalten, die sich gegenseitig aufspüren und sich in einer globalen Konfrontation miteinander messen. Der Westen dominant und selbstbewusst, eine sehr kleine Minderheit. Und auf der anderen Seite der Rest des Planeten, die große Mehrheit der Völkergemeinschaft, die versucht, ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Syrien hat sich einen Platz im Feld der Sieger erobert und wird sich für den Wiederaufbau in erster Linie an sie wenden. Aber auch an die reuigen arabischen Länder und einige europäische Länder, die ihre Beziehungen nicht abgebrochen haben. Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Zypern, Italien und Griechenland. Die Beziehungen Frankreichs zu Damaskus und zum Nahen Osten könnten uns davor bewahren, im Lager der Arroganz zu verharren, in einer Zeit, in der die Welt mehr denn je Bescheidenheit und Solidarität braucht, um die zahlreichen Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der weltweiten Armut und den Klimawandelumwälzungen ergeben. Die Zeit läuft ab. Syrien wird endlich in der Lage sein, seinen Platz im Herzen der Geschichte einzunehmen. Lassen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen, uns wieder damit zu verbinden. We have to work for it to make it really happen. So, thank you. Now we hear from Dora Mwanda, who is here. Very good. Thank you. Come, please, up. She's a teacher. Es kommt jetzt die Dora Mwanda, eine Lehrerin, Biologin, wissenschaftliche Leiterin der Kinshasa Science and Technology Week in der Demokratischen Republik Kongo. Und ihr Thema ist: Die Menschheit und Afrika brauchen die Wissenschaft. Sie spricht Französisch. Wir übersetzen es ins Deutsche. Die Menschheit braucht Afrika. Afrika braucht die Wissenschaft. Und lassen Sie mich hinzufügen, dass die Wissenschaft Frauen braucht. Nicht
dass es in Afrika keine Wissenschaft gäbe, nicht, dass es keine Frauen in der Wissenschaft gäbe, aber in beiden Fällen gibt es nicht genug von ihnen und in beiden Fällen mangelt es an Sichtbarkeit. Weniger als 1% aller wissenschaftlichen Produktionen und Veröffentlichungen weltweit stammen aus afrikanischen Ländern. Die Gesundheits-, Umwelt- und Klimakrise haben deutlich gezeigt, wie komplex und miteinander verbunden die Herausforderungen sind. Unabhängig davon, wie groß die Herausforderung für die Menschheit ist, brauchen wir alle möglichen Perspektiven, um darauf zu reagieren. Auf die Erfahrung, das Wissen und das Know-how des südlichen Teils des Planeten zu verzichten, ist ein Luxus, den wir uns einfach nicht mehr leisten können. Wenn wir nachhaltige Lösungen schaffen wollen, die allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Welche Vision sich auch immer hinter dem Wort Entwicklung verbirgt, wir müssen erkennen, dass Wissenschaft und Technologie nach wie vor ein mächtiger Hebel sind für den Aufstieg einer Nation. Im Jahr 2023 wird sich jede Nation, die ihre Technologien nicht beherrscht, selber ins Bein schießen. Wir können in diesem Zusammenhang Verantwortung übernehmen, wenn sie zu der dreifachen Minderheit gehören, nämlich Afrikanerin, Schwarze und Wissenschaftlerin zu sein. Hallo Welt, mein Name ist Dora Muanda. Ich wurde in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Ich bin bei belgischen Nachbarn aufgewachsen und bin für den wissenschaftlichen Teil der Wissenschaft- und Technologiewoche der Demokratischen Republik Kongo zuständig. Mit Frau Raisa Malou, das ist eine schwarze Wissenschaftliche. Wir haben diese Technologiewoche ins Leben gerufen vor 10 Jahren. Wir sind in Kongo geboren, aber ich lebe in Belgien und ich arbeite jedes Jahr für diese wissenschaftliche Woche. Es ist ein Wissenschaftsfestival für die kongolesische Jugend. Wir müssen einen Weg finden, wie wir unsere eigene Jugend ausbilden und sie experimentieren lassen. Wenn Sie eine Vorstellung haben wollen, was wir in Kinshasa machen, die Wissenschaftstechnologiewoche fördert die wissenschaftliche Kultur in der kongolesischen Jugend. Wir veranstalten dieses Wissenschaftsfestival, um die jungen Leute zu erreichen, die mit ihren Klassen dorthin kommen. Wir haben wissenschaftliches Material, was wir für sie vorbereiten. Wir haben Experimente. Und wir arbeiten nicht nur mit der Wissenschaft. Viele, die Wissenschaft betreiben, betreiben nur Wissenschaft. Sie machen Experimente, aber sie müssen in die Lage sein, in ein Prinzip, ein komplexes Prinzip, einfach darzustellen für andere junge Leute von der Grundschule bis zum Gymnasium, sodass diese jungen Leute die Experimente machen können, aber auch die Ideen und die Prinzipien verstehen können, die wir dort austesten. Es war sehr wichtig für uns, einen Platz zu haben, wo die Wissenschaft aus den Labors herauskommen können und zeigen können, was sie machen, weil in Kongo reden die Wissenschaftler selten mit den Jugendlichen und die Jugendlichen wissen nichts von der Wissenschaft. Es ist also sehr komplexe und deswegen ist es wichtig,
Raum zu schaffen, wo Wissenschaftler informell über das reden können, was sie machen. Und wir wollen öffentliche Gelder in diesen Bereich investieren. Bisher wird nicht genügend investiert. Deswegen haben wir vor 10 Jahren dieses Festival geschaffen zur Kommunikation und Information, aber auch für die Wissenschaft. In 10 Jahren haben wir fast 60.000 Besucher empfangen. Diese Zahlen konnten wir erreichen, weil wir mit dem Ministerium für Primär-, Sekundär- und technische Bildung sowie mit dem kongolesischen Ministerium für wissenschaftliche Forschung zusammenarbeiten. Wir haben 400... Wir können die... Alle Schüler und Studenten können dieser Wissenschaftswoche teilnehmen. Wir haben 50 Studenten ausgebildet und die ausgebildeten Schüler machen dann mit den anderen Schülern die Experimente. Wenn die jungen Leute ins Wissenschaftsdorf kommen, dann ist das für die Schüler besser. Die Wissenschaftler sind oft kompliziert, damit sie sehen, dass wissenschaftlich nur kompliziert ist und dass eigentlich jeder es machen kann und Wissenschaftler werden kann, aber man kann das nicht, wenn man nicht weiß, was Wissenschaft ist. Man kann im Internet Videos anschauen. Das sind meistens weiße Männer, die dort etwas zeigen und wenn man nach schwarzen Wissenschaftlern oder schwarzen Frauen, da gibt es nur sehr wenige. Das ist also ein Teil dessen, was wir machen, dass die Jungen und die Frauen, schwarzen Jungen und Frauen dort diese Experimente machen. Wir haben 3 landesweite Wettbewerbe organisiert und während der Schulschließung aufgrund der Covid-Krise haben wir 44 populärwissenschaftliche Videos produziert, die auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden und dazu beitragen, dass afrikanische Wissenschaftler im Internet stärker vertreten sind. So können junge Frauen und Wissenschaftler Wissenschaftsvideos erstellen. Aber um die Videos zu sehen, braucht man Internetanschluss. In Kinshasa ist das leider ziemlich teuer und vor allem haben wenig Leute Elektrizität. Deswegen wurden unsere Videos auch im Fernsehen im Rahmen des Programms Lernen zu Hause ausgestrahlt. Wir haben auch Podcast-Lektionen in Form von kurzen wissenschaftlichen Geschichten ausprobiert, die im Radio gesendet werden können, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Selbst in den ärmeren Gebieten von Kinshasa oder in den Landgebieten hat man Zugang zu diesen Radioprogrammen. Also 60.000 Besucher, 10 Jahre jährliche Festivals. Jedes Jahr haben wir 17 Ausbilder,
die uns helfen, die 50 ausgewählten Kinder auszubilden, dass sie die Experimente machen können. Und wir laden den privaten Sektor ein. Hier kann man alles in Google finden, aber in Kinshasa ist das anders, weil nicht jeder in Kinshasa Internet hat. Es gibt viele Dinge, die nicht im Internet sind. Wir haben den öffentlichen Sektor und den privaten Sektor eingeladen. Wir laden Menschen aus aller Welt ein. Und wir organisieren diese Sachen, diese Wettbewerbe, um als Herausforderung an die jungen Leute, dass wir haben alle Provinzen des Kongo aufgefordert, wissenschaftliche Plakate zu entwickeln, um die lokalen Probleme in ihrer Umwelt oder zum Beispiel das Problem des Kivu-Sees. Und wir haben sie gebeten, eine Lösung vorzuschlagen und dann nach Kinshasa zu kommen, um diese Lösung für dieses Problem, was sie lokal haben, vorzuführen. Also das war eine der Herausforderungen für die jungen Leute. Nächstes Bild. Wir sehen, dass in all den Provinzen in diesem Jahr in 12 Provinzen von 26 Provinzen des Landes, die sich an dem Festival beteiligt haben. Und in all diesen Provinzen haben die jungen Schüler wissenschaftliche Experimente organisiert für ihre Community. Also wir schaffen also eine Gemeinschaft junger Wissenschaftler, die in der lokalen Gemeinschaft wissenschaftliche und das in den jungen Leuten wachzurufen, gibt uns die Chance, die Afrikaner und der Bevölkerung insgesamt, dass sie innovativ Lösungen suchen, mit denen sie konfrontiert sind. Wenn die jungen Menschen in der Republik Kongo solche Lösungen kommen nicht zufällig, sondern was wir brauchen, ist eine langfristige Vision. Es ist ein Plan, der bewusst umgesetzt werden muss, sowohl von der Politik als auch vom privaten und öffentlichen Sektor. Die Menschheit braucht Afrika, und damit meine ich nicht den Kontinent und seine Bodenschätze. Die Menschheit braucht die Afrikaner und ihre Sichtweise auf die globalen Fragen. Die Afrikaner müssen in sich selbst investieren, durch Bildung, Forschung, Wissenschaft und Technologie. Und die Wissenschaft, verzeihen Sie mir, wenn ich darauf bestehe, braucht die Perspektive der Frauen, damit die Welt von morgen nicht nur für die nördliche und die südliche Hälfte, sondern für die gesamte Menschheit auf dem gesamten Globus gerechter wird. Ich bin Lehrerin. Ich gebe Ihnen eine Hausaufgabe. Der erste Teil der Menschheit für Sie ist die Familie. Sie haben Kinder, Sie haben Enkel. Und wenn man ein Problem hat, dann mit dem, wenn man muss, sprechen Sie mit den jungen Frauen. Die Frauen. Wenn man ein Mädchen als Enkelkind hat, dann sollen sie
die Probleme in die Hand nehmen und nicht die Männer fragen, dass sie das für sie lösen. Wenn man Eltern hat und Kinder hat, die zur Schule gehen und Forschung betreiben, sie müssen aus ihrer Komfortzone herauskommen. Ein afrikanischer Führer, Wissenschaftler, wenn man, ich habe zum Beispiel Kinder, dann sage ich ihnen, das sollte man herausfinden, ob sie Wissenschaftler sind. Aber dann sagen die Kinder, in unserem Land gibt es keine Wissenschaftler. Also müssen sie, denn es gibt überall Wissenschaftler, sie müssen sie nur finden. Das können Sie mit Ihren Kindern tun, wenn Sie zu Hause sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Herausforderung und Inspiration. Wir sollten es verwirklichen. Jetzt haben wir ein Video von Hervé Marchenot, Exekutivdirektor der EDF Électricité de France, ehemaliger Produktionsleiter und ehemaliger Direktor der Niederlassung Asien-Pazifik. Sein Thema, die Geschichte der französisch-chinesischen Zusammenarbeit am Beispiel der Kernkraft. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Ich bin besonders erfreut und dankbar, vom Schiller-Institut eingeladen zu sein, um über ein Projekt zu sprechen, das ich bei aller Objektivität für eines der besten Kooperationsprojekte der internationalen Industriegeschichte halte. Ich spreche von der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und China auf dem Gebiet der zivilen Nutzung der Kernenergie. In den frühen 80er Jahren wurde Frankreich von China ausgewählt, um dem Land beim Start seines Atomprogramms zu helfen. Der 1986 unterzeichnete Vertrag über den Bau des Kraftwerks Daya Bay war ein Vertrauensvertrag zwischen Frankreich und China, zwischen EDF und GNPJVC aus China, der zu diesem Zweck gegründeten Guangdong Nuclear Corporation. Ein Pakt des Vertrauens, der neben der Ausbildung dutzender chinesischer Ingenieure, die nach Frankreich kamen, um in den EDF-Kraftwerken zu arbeiten, hat China die EDF gebeten, das Projekt zu leiten und seinen erfolgreichen Abschluss zu garantieren. Ich bin stolz darauf, der erste technische Leiter des chinesischen Unternehmens gewesen zu sein. Ein Pakt des Vertrauens, denn sehr schnell wurden die etwa 100 hochqualifizierten chinesischen Ingenieure, die unsere Methoden beobachten, überwachen und hinterfragen sollten, auf ihren Wunsch hin in die Ingenieurteams von EDF integriert. Wir waren nicht mehr unter Beobachtung, sondern Partner, ein wirklich integriertes Team. Ein Pakt des Vertrauens auch, denn wenn die EDF nach 10 Jahren Betrieb des Kraftwerks Gravelines der Referenzanlage von Daya Nachrüstungen vorgenommen hat, bietet sie der GNPJVC ohne zu zögern an, die 110 Modifikationen zu übernehmen. Unschätzbare Früchte des in Hunderten von Jahren erworbenen Know-hows. China wird diese Geste zu schätzen wissen. Als weiteren Akt des Vertrauens haben die Chinesen kurz vor der Inbetriebnahme von Daya Bay die EDF gebeten, die Verantwortung für die ersten Betriebsjahre zu übernehmen. EDF schickte dann etwa 60 Mitarbeiter, um die Anlage in Betrieb zu nehmen und die chinesischen Teams zu schulen, die innerhalb weniger Jahre die Leitung der Anlage übernehmen sollten. 1995, gerade als Daya Bay in Betrieb ging, nahm die CGNPC eine zweite Anlage nach französischem Vorbild am selben Standort in Betrieb. Ja.
Die EDF sollte technische Hilfe leisten und französische Unternehmen sollten als Zulieferer auftreten. Aber Lingao wird ein chinesisches Kraftwerk sein, das unter chinesischer Verantwortung von chinesischen Unternehmen gebaut wird. China hat nun seine Autonomie in diesem Bereich erlangt. Dies wird einer engen Zusammenarbeit zwischen französischen und chinesischen Betreibungen nicht im Wege stehen. Erfahrungsaustausch, Ersatzteile, Unterstützung bei Zwischenfällen. Dayabei und Lingao nehmen an Leistungswettbewerben für französische Kraftwerke teil und gewinnen häufig den ersten Preis. Diese Zusammenarbeit zwischen den Betreibern der 56 französischen Reaktoren und 36 chinesischen Reaktoren der gleichen Technologie wird fortgesetzt. 2007 lud CGN Frankreich ein, zwei EPR-Reaktoren am Standort Taishan zu bauen und die EDF sollte weitere Investitionen vornehmen. Diese in der Geschichte Chinas einzigartige Vereinbarung wurde für die 50-jährige Lebensdauer der Anlage unterzeichnet. Der nächste Schritt war 2013 die Verpflichtung von CGN gegenüber EDF, zwei EPRs in Hinkley Point in Großbritannien zu bauen und zu betreiben, mit der Aussicht, zwei weitere Anlagen in Sizewell und zwei HPRs, das chinesische Hualong-Modell, in Bradwell zu bauen. Diese Zusammenarbeit wird ein Jahrhundert dauern. Die Partnerschaft zwischen Frankreich und China gipfelte in der Reise von Premier Li Keqiang nach Frankreich Ende Juni 2015, bei der die gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der französisch-chinesischen Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Kernenergie bekräftigt wurde. Sie sieht eine umfassende Zusammenarbeit vom Bergbau bis zur Wiederaufbereitung vor in allen Betriebsbereichen, die Konzeption neuer Mittel- und Hochleistungsreaktoren, deren Bau in China, Frankreich und Drittländern, die Vereinigung von Industriellen aus beiden Ländern und den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage in China. Alle französischen Unternehmen, angefangen mit Areva und Alstom und die rund 100 Mitglieder des Verbandes Partenaire France Chine Électricité, also chinesisch-französische Elektrizitätspartnerschaft, sind an dem Abkommen beteiligt, das immense Perspektiven eröffnet. Das gegenseitige Vertrauen hat seinen Höhepunkt erreicht. Die industrielle Allianz zwischen Frankreich, das über die weltweit größte Betriebserfahrung mit Kernkraftwerken verfügt, und China, das das größte Atomprogramm der Geschichte aufbauen wird, ist ein Gewinn für beide Länder und darüber hinaus für die Sicherheit und den Fortschritt der Atomenergie weltweit. Diese historische Partnerschaft ist das Ergebnis der Arbeit von Männern und Frauen, die auf ein gemeinsames Projekt gesetzt und sich gegenseitig ihr Vertrauen geschenkt haben. Heute sind sie durch freundschaftliche Bande verbunden. In einem so strategischen Bereich wie der Kernenergie ist eine solche Partnerschaft ein Grundstein für die Zusammenarbeit und den Frieden zwischen Völkern und Nationen. Und wenn diese Zusammenarbeit heute unter dem Einfluss verschiedener negativer Einflüsse etwas geschwächt ist, so hoffen wir, dass sie wiederbelebt wird. Ihre Grundlagen sind nach wie vor intakt und sie ist sicherlich nicht nur im gegenseitigen Interesse unserer beiden Länder, sondern auch ein Beitrag zu Fortschritt und Frieden in der Welt. Souhaitons qu'elle soit réanimée. Ses fondements restent intacts et elle est certainement
non seulement dans l'intérêt mutuel de nos deux pays, mais une contribution importante au progrès et à la paix dans le monde. Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis. Liebe Freunde, ich hoffe, wünsche Ihnen sehr großen Erfolg für diese Konferenz und danke Ihnen fürs Zuhören. Nun kommen wir zum letzten Vortrag dieses Panels. Es ist ein Video von Alain Gachet. Er ist ein Wasserspezialist, Erfinder des Vortex-Verfahrens zur Lokalisierung von Grundwasserleitern per Satellit in Frankreich. Das Video wird von Jacques Cheminard eingeleitet mit dem Titel Wasser für Frieden und Entwicklung. Das Thema Wasser wird immer mehr zu einer Frage des Weltfriedens und des Friedens. Und der auf einer integrierten Bewirtschaftung der Ressourcen und einer gemeinsamen Entwicklung beruht. In Frankreich wird in den kommenden Jahren zwischen 10% und 40% weniger Wasser zur Verfügung stehen. Und diese Herausforderung kann nicht durch eine Vervielfachung der Anzahl von Megabecken bewältigt werden. Auf globaler Ebene erstreckt sich eine Diagonale des Durstes von Tanga bis nach Nordostchina und zieht sich durch ganz Südwestasien. Die Herausforderung kann nicht einfach durch die Vergrößerung von Staudämmen bewältigt werden. Das ist eine Frage von Leben und Tod. Die Dringlichkeit ist unmittelbar, Untätigkeit ist kriminell. Der Verzehr von unsauberem Wasser verursacht weltweit über 2,5 Millionen Todesfälle pro Jahr. Alle Flüchtlinge, die auf den Straßen unter den Brücken Europas zu finden haben, eins gemein. Sie kommen aus Ländern, denen grausame Wasserknappheit herrscht. Sudan, Eritrea, Mali, Tschad, Burkina Faso, Kurdistan, Afghanistan, Syrien und viele andere. Nicht zu handeln ist kriminell, denn es gibt durchaus Lösungen. Angefangen bei der Verringerung der oft enormen Wasserverluste, der Beendigung der Bodenversiegelung, die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, wo immer dies möglich ist, der Rückgewinnung von kostbaren Flüssigkeiten aus den Kläranlagen und ihrer zusätzlichen Behandlung wie Filtration, Desinfektion durch UV-Strahlen oder chemische Bestrahlung, um toxische Stoffe und eventuelle Gesundheitsrisiken zu beseitigen. In Frankreich wird weniger als 1% des Abwassers behandelt, während es in Italien 8%, in Spanien 14% und Israel 85% sind. All dies reicht jedoch nicht aus, vor allem nicht in den ärmsten Ländern, die am stärksten betroffen sind, denn die Herausforderung besteht darin, den bestehenden Gewässern nicht zu viel Wasser zu entziehen, indem man die Wasserströme umleitet. Auch die Entsalzung von Meerwasser, die in Saudi-Arabien und Kalifornien erfolgreich praktiziert wird, wäre auf globaler Ebene zu energieintensiv und durch die Rückhaltung von verdunstendem Oberflächenwasser werden heute unnötigerweise unterirdische Ressourcen für wasserintensive landwirtschaftliche Praktiken verbraucht. Abgesehen von den nützlichen, aber unzureichenden Ansätzen, die ich gerade erwähnt habe, sagt uns mein Freund Alain Gachet, dass das Wasser im Untergrund auf uns wartet. Dieses unterirdische Wasser verdunstet nicht und verschmutzt nicht, und seine Ressourcen sind 100-mal größer als alle Seen und Flüsse auf der Erdoberfläche. Es wird uns in die Lage versetzen, das gemeinsame Wasser zur besten Waffe für den Frieden und den Respekt vor dem Leben zu machen.
Es wird uns auch ermöglichen, brennende Wälder wieder aufzuforsten und Böden wiederherstellen, die ausgelaugt und erodiert sind. Aquifere können per Satellit mit Röntgenstrahlen geortet werden. Das Wasser kann mit Bohrgeräten, die tief genug gehen, können abgepumpt werden, so wie es die Ölgesellschaften tun, aber nicht die Wasserwirtschaftsbehörden. Es ist offensichtlich, dass alles eine Frage des politischen Willens ist. Das menschliche Leben wird über den unmittelbaren Profit gestellt. Seit 20 Jahren kämpfen Alain Gachet und seine Freunde und Mitarbeiter von Darfur bis zum Irak, aber auch in Kenia und Costa Rica, um seine Möglichkeiten erfolgreich zu testen und den Menschen klarzumachen, dass es Lösungen gibt, die derzeit nicht umgesetzt werden. Für das Schiller-Institut ist die Nutzung der Wasserressourcen für alle ein wesentliches Element neben einem Gesundheitssystem für alle, für soziale Gerechtigkeit und Frieden durch gemeinsame Entwicklung. Der Westen, der behauptet, sich so sehr um die Not der Frauen zu kümmern, muss erkennen, dass der Zugang zu Wasser ohne lange Wege der Beginn ihrer Befreiung ist. Brice Lalonde, Berater für nachhaltige Entwicklung bei den Vereinten Nationen, bekräftigt, dass ein starker politischer Wille erforderlich ist und dass dies die rasche Umsetzung eines internationalen Abkommens über das Grundwasser erfordert, das 90% des Süßwassers der Erde ausmacht. Ich überlasse es nun Alain, Ihnen seinen Ansatz vorzustellen, der derzeit im Niger im Rahmen eines umfangreichen Programms mit dem Millennium Challenge Corporation in Washington getestet wird, und zwar ohne andere Hintergedanken als die Freude darüber, dass Wasser Leben für das Gemeinwohl bringt. Es folgt jetzt Alain Gachet. Radar and Technologies Exploration ermöglicht es Investoren, informierte und zugängliche Entscheidungen zu treffen, um auf die durch den Klimawandel aufgeworfenen Probleme zu reagieren, einschließlich des Defizits Oberflächentrinkwasser. RTI Exploration ist ein Unternehmen, das sich auf die Erkundung von unterirdischen Ressourcen spezialisiert hat. Seit fast 20 Jahren ist RTI Exploration im Auftrag von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und großen internationalen Institutionen an der Suche nach unterirdischem Trinkwasser beteiligt. RTI Exploration hat das Vortex-System entwickelt, das auf einem soliden Fundament wissenschaftlicher Exzellenz aufbaut und in einem komplexen Algorithmus Megadatenbanken aus einem breiten Spektrum von Geowissenschaften wie Fernerkundung, Hydrologie, Geologie, Geophysik und Klimatologie kombiniert. Das Vortex-System ist ein skalierbares und reproduzierbares wissenschaftliches Werkzeug. Seit seiner Erfindung im Jahr 2004 wurde es zur Erkundung von trinkbaren und erneuerbaren Grundwasserressourcen eingesetzt. Weltweit wurden fast 2700 Bohrungen mit einer Erfolgsquote von 98% durchgeführt. Die technische Glaubwürdigkeit des Konzeptes dieses einzigartigen Instruments wurde von den renommiertesten Institutionen, darunter dem US Geological Survey des amerikanischen Innenministeriums, im Jahr 2004 erfolgreich geprüft. Angesichts der Folgen des Klimawandels, die sich in extremen Dürren, dem Vordringen der Wüsten, extremen Überschwemmungen und Megawaldbränden niederschlagen, die durch den demografischen Druck noch verstärkt werden, reicht das Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen nicht mehr aus, um den lebensmittelbedürftigen Bedarf der Weltbevölkerung zu decken. Grundwasser ist zum vorrangigen Ziel des Vortex-Systems geworden, denn Grundwasser ist hundertmal so reichlich vorhanden wie Oberflächenwasser. Dieses Grundwasser ist das Wasser der Zukunft, vorausgesetzt, der Verbrauch dieses Wassers wird durch die Wiederauffüllung für eine nachhaltige Bewirtschaftung kompensiert. Angesichts der sich verschlechternden klimatischen Bedingungen, die in allen Ländern der Sahelzone herrschen und die saisonalen Ernten beträchtigen, konzentriert sich die Tätigkeit von RTI Exploration auf die Entwicklung einer nachhaltigen Bewässerungslandwirtschaft und die Aufforstung in Niger, Kenia, Äthiopien, Irak sowie in Costa Rica, Chile und Peru.
RTI Exploration hat im Norden Kenias, im trockenen Bezirk Turkana, sein erstes Cluster für Wohlstand gestartet. Dabei handelt es sich um geschützte Landwirtschaftszonen, die Wasser- und Nahrungsmittelsicherheit für gefährdete Gemeinden gewährleisten sollen. Diese Gemeinden tragen selbst zum Betrieb der dezentralen solarbetriebenen Landwirtschaftsprojekte bei. Die sich daraus ergebenden ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile, die in nur wenigen Wochen sichtbar werden, helfen diesen Gemeinden, die Bevölkerung und ihre Herden um diese landwirtschaftlichen Projekte herum zu halten. Auf breiterer Ebene ermöglicht das WATEC-System die Entwicklung von Masterplänen für die Flächennutzung, wie zum Beispiel in Costa Rica, einem Land, das vom grünen Tourismus lebt. Die WATEC-Studie des gesamten Landes ermögliche mit Unterstützung internationaler Institutionen, darunter der US Geological Service, die Planung der Dezentralisierung industrieller Infrastrukturen in den Schutz des Regenwaldes. Das WATEC-System hat gezeigt, dass der Schutz der Regenwälder, die Aufforstung und die Überwachung der biologischen Vielfalt des Ökosystems der Schlüssel zur Generation der kommenden Generationen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das WATEC-System eine Lösung ist, die den Menschen und ihren Herden Zugang zu sauberem Wasser verschafft. Ein Fachmann, der in Kongo-Brazzaville arbeitet, hat Forschung betrieben, auch zusammen mit Shell International. Hat WATEC Exploration einen Preis erhalten. So now we have heard many exciting presentations and concepts. Wir machen etwa 15 Minuten Diskussion jetzt haben mit unseren ausgezeichneten Rednern. Und ich denke, wir haben ein Mikrofon im Saal, damit Sie Fragen stellen können. Die Diskussionsperiode vom ersten Panel sind am Ende des dritten Panels geplant. Jetzt geht es also nur um die Redner hier dieses Panels und Sie können sich melden, dass Sie eine Frage stellen wollen. Das Mikrofon wird jetzt aufgestellt. Shop. Take your chance. Or maybe if one of the speakers wants to share. Vielleicht möchte auch einer der Redner noch etwas zu den anderen Vorträgen sagen.
Alles, was Frieden möglich macht, muss diskutiert werden. Und alle, die im Raum sind, das kann eine Provokation sein, aber auch eine Inspiration, um alles zu tun in Erziehung, in Wasserressourcen, um die Welt natürlich zu machen und darauf aus ist, die gegenseitige Entwicklung zu fördern. Ich habe lange Zeit in Afghanistan gearbeitet, um afghanischen Frauen zu helfen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die kleinste Schule, die wir ganz auf dem Lande des von Afghanistan gebaut haben, hat dieses Ort, den ganzen Ort verwandelt. Alle Menschen, die dort gelebt haben. Ich habe Frau Mwanda schon gesagt, dass ich auch mit Frauen in Mali gearbeitet habe. Und das ist absolut bemerkenswert. Und für viele dieser Dinge können einen wirklichen Unterschied machen. Ich möchte auch darauf zurückkommen, was im ersten Panel gesagt wurde, über die Idee, dass das Mittelmeer ein Massengrab geworden ist und die junge Leute jetzt sterben im Meer. Um das zu verändern, haben wir natürlich keine Lösung unmittelbar, aber die Frage der Wissenschaft ist ein erster Schritt und eine Idee, die folgt. Muss Startups gegründet werden, die das voranbringen. Junge Leute, die innovative Ideen haben. Aber das Problem, das entsteht, steht immer bei den Finanzen. Das heißt, wir brauchen Startups mit jungen Leuten und das wird helfen, diese Leute zu entwickeln, die Gemeinden zu entwickeln. Dass sich aus dem Land zu flüchten, wird dann nicht mehr die einzige Perspektive für diese Leute sein, sondern sie werden eine Möglichkeit haben, ihre Kreativität zu entwickeln. Und das ist eine andere Art und Weise, das Mittelmeer zu einem anderen Ort zu machen, wie es bisher ist. Wir müssen die Kreativität dieser jungen Leute provozieren, die eigentlich nur darauf warten, einen Beitrag zu leisten. Ich möchte das hinzufügen. Das ist ein Weg, um die Migrationsflüsse zu stoppen. Vielen Dank. Hallo? Yes. I'm Lutz Friesinger from Karlsruhe. Ich bin Lutz Friesinger aus Karlsruhe. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Rwanda. Als Frau aus dem Kongo, was denken Sie über das Wasserdammprojekt im Kongo, des Kongo-Flusses, das von dem Premierminister von Südafrika vorgeschlagen wurde? Okay. Der Kibu-Damm oder der Inga-Damm? Das ist tatsächlich kein neues Projekt. Das Inga 1, 2 und 3 waren schon in Funktion. Ich habe sie im Kongo gesehen, zu welchem Maß wir wirklich große Probleme mit der Elektrizität haben. Vielleicht manchmal haben wir ein, zwei Wochen überhaupt keinen Strom. Es ist natürlich wirklich interessant, nicht
arbeiten, nicht nur die Dämme, die Staudämme vom Inga aufzubauen, sondern auch sie weiter funktionieren zu lassen. Wir brauchen wirklich eine sehr große Infrastrukturinvestition dort und wir müssen mit vielen kleinen Strukturen arbeiten, sodass die Elektrizität nicht nur in einem Ort konzentriert ist, sondern tatsächlich dezentralisiert zu kleinen Orten weitergeleitet werden kann. Und die ganz großen Staudämme wie das Inga-Projekt auf der anderen Seite muss es auch eben auch diese kleineren und auch Solarprojekte geben. Das heißt, ich glaube, wir brauchen beides, um Ihre Frage zu beantworten. Bonsoir à tous. Moi c'est Diallo Adama. Ich bin Adala. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage auch für die anderen Teilnehmer. Heute sehen wir, dass viele humanitäre Strukturen in Afrika es gibt, in dem Süden der Sahel, in Burkina Faso. Und ich frage, was die humanitären Strukturen angeht, die darauf abzielen, Projekte wie Vortex für Wasser durchzuführen, aber sie lösen nicht wirklich die Ursachen. Aber die Idee von Voatis ist, sollten wir uns nicht auf die Sicherheit konzentrieren, bevor wir andere ansprechen. Es gibt viele humanitäre Strukturen in der Sahelzone, aber die Bevölkerung ist dort weggezogen, weil die Sicherheitssituation unerträglich ist. Die Terrorgruppen und Rebellen nutzen diese Situation. Glauben Sie, dass die humanitären Strukturen profitabel sind, nutzbar sind für die Sicherheit der Region? Denn wenn man dort investiert und man schickt seine Kräfte dorthin und dann die Regierung dort diese Gegend verlassen muss, dann werden diese Dinge nicht genutzt. Meine Analyse ist, dass wir über die Sicherheit denken müssen, bevor wir wirkliche Investitionen in der Region machen. Und das kenne ich von humanitären Strukturen, die ich dort kenne. Können Sie Ihre Frage präzisieren, weil die Präsenz von humanitären Strukturen, ist das gegen die Leute dort gerichtet? Wenn die humanitären NGOs machen sie nicht einen Beitrag zum Status quo oder auch sogar die Unterstützung der Rebellengruppen? Ich möchte nicht sagen, dass all die humanitären Gruppen wirklich effektiv sind. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber bestimmte Dinge funktionieren und vieles muss verbessert werden. Aber
viele Fehler wurden begangen durch humanitäre Gruppen. Aber ich habe den Eindruck, ich möchte gerne glauben, dass wir diesen Ansatz unterstützen. Wobei jungen Leuten gesagt wurde, Brunnen zu graben. Es wurde viel Sachen drum gemacht, Videos gedreht. Aber ich möchte hoffen, dass diese Gruppen jetzt in Frage gestellt sind. Und das für mich ist die beste Hilfe. Lokale Gruppen selbst dazu zu bringen, die lokalen Bewohner dazu zu bringen, sie zu mobilisieren und dass wir die Menschen mobilisieren können. Und wenn das natürlich nur so bruchstückartig ist, dann funktioniert das nicht. Aber die Bevölkerung insgesamt muss engagiert werden, die dort schon lebt. Wir möchten auch die Teilnehmer der Konferenz auch dazu bringen, selbst aktiv zu werden. Ich weiß, es gibt eine Petition für die Beendigung der Sanktionen in Syrien. Und ich würde Sie aufrufen, dass Sie mal das nochmal begründen. Und ich möchte die Konferenzteilnehmer aufrufen, mitzumachen, denn diese Sanktionen sind unmenschlich. Sie bringen die Leute um. Sie haben nichts bewirkt. Sie haben die Regierung Assad nicht stürzen können. Wozu braucht man Sanktionen, wenn ganz klar ist, dass es fast ein Völkermord ist, aber es nichts bringt? Ich möchte Sie bitten, was dazu zu sagen, denn Sie waren ja gerade in Syrien. Und auch einen Aufruf an das Publikum zu machen, auch in Europa zu helfen. Es gibt eine Petition mit der Frankreich-Syrien-Assoziation und es gab viele Unterschriften, gibt viele Unterschriften, aber wir sind in einem Land, wie soll ich sagen, wir kommen nicht in die Medien, wir senden es an alle, AfP und so weiter, es wurde nicht veröffentlicht, nicht darüber berichtet. Es ist ähnlich wie es vorhin schon wie die Antwort von Frau Colonna, Außenministerin über Syrien in der Arabischen Liga. Es wird einfach unter den Teppich gekehrt. Die Geopolitik ist zu kompliziert. Also redet man nicht drüber. Das ist die Politik. Sie können die Petition unterschreiben. Ich kann Ihnen sie gerne herumschreiben, aber es ist sehr enttäuschend. Viele Menschen sind empört über was in Syrien passiert und die etwas tun wollen, aber es wird blockiert, abgeblockt. Und ich denke, wir können etwas erreichen, aber wir müssen Geduld haben. Ich denke, die Resolution ist also verfügbar. Alle Teilnehmer können sie bekommen und sehen, wie sie sie weiter verbreiten. Ich möchte für diese Sitzung das Schlusswort geben an Jacques Cheminard. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Punkt, der angesprochen wurde.
wenn man ein Projekt macht, muss das Projekt angenommen werden und von der Bevölkerung vor Ort und als ihr eigenes aufgefasst werden. Sie muss integriert werden in das Projekt. Das ist das Erste. Und dann die Umsetzung wird voraussetzen, dass die Bevölkerung teilnimmt. Und was wir hier gesehen haben, über Bildung, besonders von jungen Frauen, Mädchen, wir sollten dasselbe tun für Wirtschaftsprojekte, Gesundheit. Man schafft ein gewisses Milieu, ein Umfeld, wo die Bevölkerung interessiert ist und in das, was ihr helfen wird, was sie überzeugt sind, dass es ihr Leben verbessert. Und mit dem Tschadsee, denke ich, ist da etwas sehr Interessantes. Die Farmer, die Fischer, die Viehzüchter, sie konnten zusammenkommen und da gemeinsam diskutieren, wie wichtig das wäre, den Lake Tschad auszubauen, dieses Gebiet reich zu machen. Und das Inga-Projekt, das schon existiert, sollte mindestens funktionieren können mit einem Stromnetz, das wirklich funktioniert. Wir brauchen also Beteiligung, damit es funktioniert. Manchmal kommen Gruppen, Organisationen von außen. Sie denken, die Afrikaner wissen sowieso nicht, dass es gut für sie ist. Und das ist katastrophal, denn sie kommen mit der Idee an, die Natur muss geschützt werden vor der Bevölkerung. Und es gibt viele Bücher, diesen grünen Kolonialismus angreifen. So, wir brauchen dieses Verständnis für die Bedeutung der Wissenschaft für alle, besonders für Frauen, die gleich sehen werden, die Vorteile, was es bedeutet für Gerechtigkeit, für die Entwicklung der Familien und diese Organisation der Familien, was dann die Familie der ganzen Region und die Familie ganz Afrikas dann inspiriert. Und man braucht dazu eine Mission, so wie sie es hat oder wie Patricia für Syrien hat. Und wir müssen das bekannt machen. Und wir müssen Leute verstehen machen, dass wir auch in Europa, in Frankreich, Frankreich ist das pessimistischste Land überhaupt, dass die Leute kämpfen müssen für diese Perspektive. Und auf diese Weise werden wir uns auch selbst viel zufriedener fühlen, wenn wir diesen Kampf machen. Und wir sehen, dass wir Dinge auch hier in unseren Ländern verändern können. Oh, danke. Das ist das Ende des Panels und wir wollen mit dem dritten Panel weitermachen. Die Redner mögen schon mal hochkommen und der Diskussionsprozess wird weiter.